hier? Natürlich. Ich gehe gerne auf Fremdveranstaltungen, um mehr zu gucken, anzugucken, was die Konkurrenz macht. In diesem Fall ist die Konkurrenz meine lieben kleinen Henkebrüder, die so lieb und nett sind. Und ich lerne vielleicht auch noch davon für andere Veranstaltungen meinerseits. Ich merke das schon, du bist nämlich ganz oft überall zu sehen. Sag mal, trägst du auch Schmuck auf dieser Diamantennacht? Ich trage allgemein ungerne Schmuck. Hier und auch woanders nicht, weil ich nicht so die Ahnung habe, was echt ist und was nicht echt. Ich nehme an, die meisten tragen eh Unechtes. Ich trage nur so einen silbernen Schmuck hier, aber so einen Diamantenschmuck trage ich leider nicht. Also suchst du den noch? Nein, also mir reicht das, was ich habe. Schmuck ist nur diese, meine Manschetten. Das sind Diamanten und Lapislazula. Das ist von Tiffany's. Das habe ich für 200.000 Dollar bekommen, also es ist ein recht günstig erstandenes Stück. Aber heute möchte ich einfach feiern auf dieser tollen Party, denn das ist das, was man heute, wo man heute feiert, in ausgefallenen Locations. Hamburger Börse ist ein renommierter Hamburger Verein, aber trotzdem trifft man heute keine Rentner, sondern schöne Menschen wie die neue Genie. Also gefällt dir das hier? Auf jeden Fall, also die Musik ist auch okay, das dröhnt so ein bisschen wegen der Akustik, aber der Spaß auf der Party macht das wieder gut. Und wenn man sich nette Leute anguckt, dann ist das nur Nebensache. Spekulierst du denn selbst an der Börse? Ja, ich habe eine Aktie gekauft an der Firma Eier Ravioli, damit ich die Dosen dann günstiger kriege. Also ich bin ja relativ bekannt dafür, dass ich mir außergewöhnliche Locations mal aussuche und die Börse hat sich dafür sehr geeignet und es war nicht ganz einfach ranzukommen, aber wir haben es geschafft. Wie habt ihr es denn geschafft? Ach, viel Überredungskunst, ein kleiner Trick und viel Lächeln. Spekulierst du auch selbst an der Börse? Nein, noch nicht. Aber den Schmuck des heutigen Abends trägst du? Auch nicht. Wir haben zwar die Queen of the Night verlost, die hat einen Diamant-Solitär aus dem Hause Krieger gewonnen, im Wert von 5.000 Mark, aber ich selber trage sowas nicht so gerne. Wann erwartet uns denn die Fortsetzung der Interconti-Party? Die wird aufs nächste Jahr verschoben. Jetzt noch mal eine Frage zu dir. Ja, da lacht sie das Herz. Nein, sag mir doch mal, wie bist du jetzt zu Party Patrol gekommen? Das interessiert mich mal. Ganz einfach über ein Casting, ganz normal. Über ein Casting, weil ich habe dich ja vor gut anderthalb Wochen noch bei der Energy Party ohne Kappe gesehen. Mittlerweile steht dir die Kappe ja ganz gut. Dankeschön. Und ich wünsche dir viel Glück. Trägst du gar keinen Schmuck heute? Nein, ich trage den Teamschmuck, den sieht man nicht. Schade, den würdest du mir auch nicht zeigen, ne? Ich kann ihn gerne zeigen, aber er ist nicht jugendfrei. Das gefällt dir hier? Nicht ganz, ich bin ein bisschen eingeschränkt. War seit 6 Wochen nicht weg und musste heute Abend unbedingt mal los. Es ist ein tolles Ambiente hier, wobei ich jedes Mal aufpassen muss, dass mir keiner gegen das Knie läuft, das ist scheiße. Also es ist sehr lustig, es ist kurz sehr geräumig für eine Party und das verläuft sich ganz leicht mal ein bisschen. Aber sonst ist es eine gute Idee. Ein bisschen kühl finde ich das, aber ansonsten ist okay. Ganz witzig. Eine ganz geile Location und so, ist echt ganz witzig. Ich bin wirklich viel unterwegs, aber ich muss sagen, ich habe selten so eine tolle Party erlebt. Ganz bestimmt. Spekulierst du auch? Spekulieren? Wie kommen Sie jetzt darauf? Auf was? Ja, wir sind hier in der Börse. Könnte ja sein, dass du auch spekulierst. Nein, überhaupt nicht. Ich bin doch arm. Das kann ich auch nicht machen. Ich habe ungefähr 300 Telekom-Aktien gestern zum Verkauf angeboten. Nächste Woche kriege ich aber erst zu erfahren, was ich dafür bekomme. Ich glaube, die liegen so um 34. Bist du rein zum Vergnügen da oder nur auf Tanzen? Hast du mich denn nicht gesehen? Herzlichen Glückwunsch übrigens zum zweiten Wochenende. Dank dir, ist lieb von dir. Sag mal, du trägst gar keinen Schmuck. Du, wir hatten eine super schöne Uhr um, aber mir war die leider zu groß. Ich hatte Angst, dass sie runterfällt.